Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Kribalakos. Ja, ich nehme diesmal wieder mit der Webcam meines PCs auf. Das Handy ist leider noch kaputt. Und ja, damit ihr Bescheid wisst. Was will ich heute gerne in diesem Video alles machen? Ich möchte euch gerne die nächsten Top 5 meiner PlayStation 2 Spiele zeigen. Es gibt eine Spielneuheit in meinen Charts und das werden wir jetzt zusammen mal anschauen. Also auf Platz 5, Pro Evolution Soccer 2013 mit dem Cover von Cristiano Ronaldo. Ja, es gibt schon PES, also Pro Evolution Soccer 2014, aber das habe ich jetzt noch nicht. Aber wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mir mal dieses Game holen und es mal spielen. Auf Platz Nummer 4 die Neuheit, nämlich der Sud River 2. Ein wirklich gutes Actionspiel, empfehlungswert 100%, denn da wird viel ja, geschossen und viel gekämpft vor allem. Es ist eine gute Geschichte und ja, ich muss zugeben, beim Endgegner habe ich es verkackt. Ja, Platz 4. Auf Platz 3 das Rennspiel von EA, Need for Speed Carbon. Ist mein Lieblings-Need for Speed Teil. Den Film gibt es auch dazu. Den werde ich mir demnächst auch angucken, sobald er als DVD draußen ist. Wenn er schon draußen ist, schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Danke. Auf Platz Nummer 2, FIFA 14. Es gibt zwar schon FIFA 15. Der offizielle Trailer gibt es ja schon auf YouTube zu sehen. FIFA 15 wird es bald geben. Darauf freuen wir uns alle. Und hier ist erstmal Platz 2. FIFA 14. Apropos Messi, heute ist das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 2014, Deutschland gegen Argentinien. Eure Tipps könnt ihr jetzt unter dieses Video posten. Oder ihr könnt mir auch unter @creeperdarkov bei Twitter eure, ja, Tipps schreiben, wie heute Deutschland oder Argentinien abschneiden kann. So, wir kommen zu Platz Nummer 1. Also ich tippe 3 zu 1 für Deutschland. Ja, auf Platz Nummer 1, es ist mein Lieblingsspiel und es wird auch immer mein Lieblingsspiel bleiben. GTA San Andreas. Ja, das waren sie, meine Top 5 der PlayStation 2 Charts. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei Twitter folgen würdet. Und ja. Jetzt sind sie nochmal komplett. Alle Games, die Top 5. Ich habe natürlich noch mehr Games auf Lager. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr nochmal so ein Top 5 oder ein Top 10 Video sehen wollt. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt auf Gefällt mir. Wenn es euch nicht gefallen hat, drückt auf Gefällt mir nicht. Und schreibt mir auch bitte die Begründung auf. Also, wir sehen uns bald wieder. Euer Creeper Darkhorst. Ciao!